Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Ich bin heute mal wieder nicht alleine dabei, sondern es ist auch der Bob dabei. Das ist der Bob. Und er ist sogar live und in Farbe dabei, denn Denn sonst nicht. sonst ist er halt nur zugeschaltet. Warum ich die Waffe gesteckt? Man weiß es nicht. Also, wir sind hier eigentlich schon so gut wie durch, würde ich sagen. Was ist das hier? Lass uns mal gucken. Also, so viel fehlt ja nicht mehr. Ja, Bob, wusstest du, dass es einen Steam-Erfolg gibt, dass man nur irgendwie 86 Mal speichern darf, wie im Original bei der PlayStation, und dann kriegt man einen Erfolg? Haben wir jetzt aber knapp verpasst, Haben wir glaube ich knapp schon. verpasst mit dem 200. Aber es war auch Save. meine Schuld wegen der Speichersprünge, die wir gar nicht brauchten. Da ist ein Hebel, den ziehe ich. Bin ich ehrlich? Joa. Ja. Ach so, meinst du, du rutschst jetzt da runter und dann springst du am Ende? Ja. Und das ist besser als ein, naja, wer weiß. Du meinst einen Speichersprung, den du gar nicht brauchst? Den brauche ich nicht. Wo springe ich nochmal? Auf Ja, Alt. genau. Der erste ist halt immer. Na gut. Ich hätte ihn doch gebrauchen können. Sie wollte aber auch einfach nicht abspringen. Die So. 200 nochmal. Ja, 200 direkt. Direkter Schaden. So, zum Hebel will ich aber hin. Genau, und dann sind wir doch dem Grabmal des Tiokan, da sind wir doch schon ganz nah bei. Der Hebel, denke ich, der wird da noch mal einiges für bewirken. Herr Bob. Das ist alles noch ein bisschen, ne? Ja, ist alles noch ein bisschen clunky. Ich glaube, es wird aber auch nicht mehr besser. Aber du hast doch jetzt die neue Komplettlösung, also das. Das ist richtig cool. Bob hat mich besucht und Bob wusste noch, dass ich eine Komplettlösung davon zu Hause hatte. Hatte ich ja auch mal erzählt. Und die hat er mir jetzt mitgebracht. Und die ist so scheiße. Die ist wirklich absolut scheiße. Wie Fast so der scheiße Sprung. wie ich. Ich habe schon wieder nicht geladen. Aber da ist halt echt alles so in dunkel gehalten. Und schneiden wir raus, Bob, schneiden wir raus. Hat keiner Hat gesehen. keiner gesehen. Und da ist echt alles in dunkel gehalten. Und ich weiß auch gar nicht, ob die da in der Komplettlösung alle Secrets finden. Also ob die zum Beispiel dieses unerreichbare Medipack da in dem in der, wo war das denn? Ach, wo du den Ecksprung gemacht Ja, hast. im Palast des Midas überhaupt einsammeln können, das weiß ich nämlich schon gar nicht. So, jetzt pass auf. Und wenn ihr von Midas noch nicht genug bekommt, aktuell bei Fortnite natürlich auch, Midas. Ja. Das springt die natürlich. Ein Speichersprung. So, was macht das? Irgendwas unter Wasser sieht so aus. Ist ja immer schon gut, wenn es aufgeht. Hoffentlich kein Zeitschalter, denke ich dann immer. Müsste man ja hören, oder? Ja, nee, müsste man nicht hören. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt. Das sieht doch nicht so aus, als. Das schafft sie doch im Leben Von der nicht. Schrägen da wieder und dann zurück, aber vorher speichern. Ja, ich glaube auch. Sie wollen jetzt noch mal alles von dir wissen und das direkt zum Start. Das ist natürlich echt böse, muss ich ehrlich sagen. Aber zum Glück sind wir ja nicht auf einer PlayStation unterwegs und können so oft speichern, wie wir wollen. Das machen wir jetzt natürlich auch. Davon machen wir jetzt natürlich auch Gebrauch. Ja, habe ich gesehen. War gar nicht nötig, wie An immer. den Käsesand, ja. War nicht notwendig. Wo komme ich denn her? Hier, ne? Ja. Ja, da muss ich auch hochspringen. Okay, dann gehe ich jetzt einfach wieder ins Wasser und hoffe, dass ich den Kram da finde. Und hoffentlich keine Krokodile finde. Na, also Krokodile, glaub. Ach so, hatten wir das abgeschossen, das eine? Doch. Ja, das haben wir Oder kam dir abgeballert. das gar nicht hinterher? Doch, doch, das ist doch tot da. Ach so, ja, genau, da liegt er ja. Ali, der Gator. Ja, hallo. So, und jetzt pass mal. Also hier ist es schon mal nicht, wie es aussieht. So, und, ja, tauch mal auf, Jetzt Lara. pass mal auf, funktioniert meistens immer richtig gut. Jetzt pass mal Ich auf, ich passe glaube, jetzt da auf, hinten ja? geht's weiter. Ich glaube, wir müssen hierhin zurück. Okay. Also, und wenn nicht, dann haben wir. Aber das haben wir halt nicht erforscht, weil wir so viel Angst vor. Also ich vor allen Dingen so viel Angst vor dem Krokodil hatte. Da sind wir runtergerutscht. Ja. Boah. Und jetzt geht's genau wo weiter? Das wüsste ich jetzt auch tatsächlich gerne, aber offensichtlich ist es nicht hier. Ja gut. Dann gucken wir mal. Also es muss ja irgendwo unter Wasser sein und wir müssen da ja auch theoretisch hinkommen.
Bob, mach mal die Luke auf. Vielleicht müssen wir doch schon hier hin. Ich mach mal die Luke auf. Vielleicht auch die alte Grafik. Manchmal hilft sie ja. Ja, das sieht aber doch gut aus. Aber das sieht gut aus da. Ja, das sieht auch gut aus, aber da müssen wir erst das Tor irgendwie aufkriegen, damit es weitergeht. Ist das der Tempel vielleicht sogar? Ich glaube ja. Was war Teokan eigentlich für einer? Also, ich weiß das ja schon, aber ich will es nicht spoilern. Teokan war auf jeden Fall ein mächtiger Dude. Ja, das sieht mir hier so aus, als könnte es hier tief genug runtergehen, um... Um was zu verstecken, auf jeden Fall. Ja. Da vielleicht da, sogar rein. Ja. Aber dann doch nochmal auftauchen. Nee, hier ist gut. Oh, sehr gut. Gut gesehen, Herr Bob. Und hier sind da keine Gegner drin. Die Gans. Es läuft doch alles. Ja, ist zu leicht. Hier ist noch ein... Noch ein Schalter? Ja, okay. Irgendwie müssen wir ja die Tür da aufkriegen. Ich dachte jetzt, das wäre voll das Secret und so. Ja, es wäre schön gewesen, aber nee. Es ist ein Schalter im Schalter. Stimmt, schön gibt's hier ja nicht. Nee. Ja, das finde ich ist doch sauber. So, dann ist das doch nochmal ein Speicherpunkt wert, würde ich sagen. Ich weiß ja von Anniversary, was passieren müsste. Aber ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Anniversary habe ich auch vor Jahren gespielt, da war ich noch Student in Köln. Das ist also auch lange, lange her. Aber da waren... Oh, geile Musik. Du siehst ja jetzt, warte mal, links und rechts, jetzt sieht man sie ein bisschen besser. Die habe ich gerade gar nicht wahrgenommen. Ja, genau, die sind ja da. Und das sind die Endgegner vom Level in Anniversary. Damit so, deswegen bin ich schon wieder so ein bisschen skeptisch. Verstehe, speicherpunktmäßig und so. Ja. Aber eigentlich muss man da erst rein damit. Die sehen nun auch erstmal so aus, als würden sie da... Oh, nee, er nicht. Was hat er denn für Pfeile am Start? Brandpfeile? Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Er hat auf jeden Fall richtig... Oh, das ist ein schönes Jump-Pattern, was du da gerade hast. Ich springe einfach die ganze Zeit nur. Wenn du das beibehalten könntest, brauchst du sogar nicht mehr die Waffe wechseln. Ich glaube, du hast ein bisschen was... Nee, ich glaube, du hast noch was verloren bisher. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube bisher. Also, geblinkt hat es ja vorher auch schon. Und also das hier müsste der erste Teil von einem Gegner, also von einem Gegnertypus sein, den wir gleich enthüllen, wenn wir da drin sind. Aber mal, du siehst ja, der hat ja schon so ein grimmiges Face einfach, ne? Der ist ein Grim Face. Ich meine, der hat echt seine Beine nicht trainiert, offensichtlich, ne? Offensichtlich nicht. Nee, offensichtlich nicht. Und ich glaube im Original auch offensichtlich so gar nicht, da hat er nur kein grimmiges Face. Und sein Mate bleibt jetzt da und der chillt aber. Ja, das ist irgendwie anders. Eigentlich müssten beide lebendig werden und dann, also in Anniversary konnten die Leute versteinern und so und da musstest du dann selber, also die hatten halt eine bessere Bossmechanik. Hier ist ja häufig wie bei diesem Tomb Raider ist ja einfach schießt so lange drauf, bis er explodiert oder tot ist. Bis er weg ist, ja. Ja, und da ist es ein bisschen ausgefallen, aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, vielleicht war es das jetzt auch. Guck mal, bei Qualopec war es ja auch so, dass da diese eine Mumie anvisierbar war. Und die andere eben nicht. Und die andere eben nicht. Ja, das stimmt. Aber erstmal, ich habe wenig verloren. Wir müssen ja aber irgendwo gleich noch Pierre treffen. Und da brauche ich bestimmt noch ein Medipack, denn das leuchtet hier schon wieder viel zu viel. Was schön hier. Finde ich auch. Das wird das Grab an sich sein. Gibt es eine obere Etage? Ja. Ein bisschen spät dran für die Preisverleihung, ne? Dabei sein ist ja alles. Dabei sein ist alles. Nicht jeder so sieht. Ja, mal schade. Aber c'est la vie. C'est la vie, sagt er. Vielleicht schaffe ich das doch hier. Ich dachte auch, wir brauchen jetzt mal die Magnums oder so. Nö. Preisverleihung, besiege Pierre. Das war einfach. Aber weißt du, wer das Madpack viel eher braucht? Pierre. Der hatte was dabei. Sammeln wir mal alles an. Drei Sachen. So, ich muss jetzt mal gucken. Wir wollen ja auch nichts vergessen. Also, wir haben jetzt drei Sachen, die noch fehlen. Ja, dann gucken wir uns doch mal um. Und ich hoffe, das ist es dann. Denn
Sonst müsste ich ja nochmal durchs Level haschen und leveln. Da konntest du, glaube ich, hoch, ne? Ja, das machen wir jetzt mal als erstes. Genau, der war jetzt leicht irgendwie. Ja, die wollen irgendwie nicht an dich rankommen, ne? Also der hat ja, anscheinend kannst du weiter schießen als er. Ne, ich hatte ihn anvisiert und bin dann einfach zurückgegangen und das hat den Unterschied gemacht. Und der Centaur war einfach, der war nicht der Bowmaster. Ne. Na gut, gib mir noch einen anderen Centaur, den können wir uns gleich noch angucken, ob der jetzt nicht doch noch im Nachkommen, weil wir brauchen da einen goldenen Schlüssel. Ja. Den setzen wir aber nicht ein. Guck mal, was liegt denn hier? Das nehmen wir nochmal mit. So. Hoffen wir mal, dass auf der anderen Seite noch ein paar Da Sachen liegt noch liegen. was und da liegt auch noch was. Das könnte genau Das reichen. sollte dann hoffentlich reichen, ja. Aua. Kann ja auch nicht immer gleich alles klappen. Vielleicht speicherst du mal irgendwann, oder? Hattest du nach Pierre schon so Ich hatte richtig gut nach Pierre schon abgespeichert? gespeichert. Voll einen abgespeichert. Richtig einen durchgespeichert habe ich auch. Einen weggespeichert, einen Naja, fürs so Team weggespeichert. einfach weggesteckt. Einfach abschütteln, Bob. Das sieht doch alles gut aus, als hättest du jetzt schon eine Menge Magnum-Munition, oder? Na, besiege Pierre. Der ist jetzt auch einfach tatsächlich tot. Ich meine, Larson, mit dem konnten wir noch reden. Der ist nicht tot gewesen, aber Pierre hat sie einfach über den Haufen geschossen. Ja, aber gut, Larson war doch am Ende dann auch tot, oder? Nee, den hat sie doch nur mit so einem geilen Chuck Norris Roundhouse-Kick Ja, weggeballert. aber wer weiß, ob der nicht tödlich war. Ja, guck mal, Machanga, oh, wir sehr haben gut. alles. Das ist doch schon mal sehr schön. Dann speichere ich jetzt nochmal und dann mache ich einfach, weil es geht. Gucke ich nochmal, ob der andere Minotaurus nicht auch noch lebendig wird. Denn wie gesagt, bei dem Anniversary musste man gegen beide kämpfen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt noch irgendwie wichtig wäre, aber sehr Das gut. wäre ja auch stark, ne? So nach dem Motto, ich habe jetzt noch Lust, irgendwie Secrets zu finden, vielleicht habe ich eins übersehen. Dann gehst du raus und dann greift dich gleich der nächste Duty an. Das ist natürlich auch mies. Der hat Bock. Oh, der hat Bock. Ich habe nur Mühe gesehen. Aber er ist ein anderer Dude, ne? Nee, das ist der gleiche Dude. Achso, es sah so aus, als hätte er fette Schilde. Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja gespeichert. Ich würde jetzt einfach rausgehen. Und dann das gleiche Jump Pattern nochmal aktivieren. Springen! Cool. Sehr gut. Voll die guten Sprünge, Bip. Annähernd der Backflip. Das war's. Krass. Da habe ich nicht so das gute Pattern. Nee. Okay, aber den machen wir noch, auf jeden Fall. Da sehe ich mich. Gibt vielleicht einen Bonuserfolg. Aber Ja. mit welcher Sinnhaftigkeit wird der jetzt lebendig? Ja, das weiß ich allerdings auch nicht. Du solltest wahrscheinlich nochmal direkt vor ihm speichern. Und ja, ich weiß, du wirst das kleine Medipack bis morgen nicht nehmen, aber. Das brauche ich auch nicht. Ich brauche es einfach nicht. Ich brauche es auch einfach nicht. Guck mal, wenn ich nicht getroffen werde. Guck mal, das ist wie beim. Warst du mal Paintball spielen? Hier geht es nachher weiter, glaube ich. Warst du Nee. mal. Also bei Paintball, da versuchen sie ja, dann du kriegst so eine Basisausstattung, ne? Also du kriegst so einen Helm, der mit so einem Visier, das dein Gesicht schützt und so, damit du halt so eine Paintball-Kugel ins Auge kriegst, nicht blind wirst, ne? Und dann versuchen sie dir noch irgendwelche zusätzliche Panzerungen zu verkaufen. Sprechen wir nochmal. Und dann meinte ich so, nee, brauche ich nicht. Dann meinte er, hä, wieso brauchst du nicht? Meine ich, ja, wenn ich nicht getroffen werde, dann brauche ich natürlich auch keine Panzerung. Okay, aber da ist es schon sinnvoll. Und da bin ich mit hardcore blauen Flecken nach Hause gegangen, weil ich dann einmal. Weil ich dann einmal mich an einen rangeschlichen habe und dann muss man eigentlich so Gott Scheiße, jetzt habe ich das Pattern verkackt. Spring doch! Und Warum ciao. springt sie denn nicht? Okay, weil ich. Er ist auch Bowmaster irgendwo, Naja, ne? weil ich dann mich an einen reingeschlichen habe und dann musst du eigentlich nur Gotcha sagen. Oh, das ist nicht gut. Sag mal, willst du heute noch springen Ja, oder? ist sie, aber könnte jetzt schwer werden, ne? Alter, ich. Also, Bob, Sieht schon wieder nicht ganz so gut aus, die muss ich sagen. Steuerung, Mann. Also, ich hatte mich an einen angeschlichen, das wollte ich sagen. Und dann sagt man einfach immer nur Gotcha und dann. Dann ist der raus. Ja, dann ist er normalerweise einfach raus, aber Er war nicht raus. er hat dann einfach weiter auf mich geschossen. Über Und. Lasertag, daher kenne ich das. Oh, jetzt bin ich tot. Das ist natürlich scheiße. Ja, und der hatte dann einfach sich umgedreht und voll auf mich abgezogen aus 2 Meter Entfernung. Dann hatte ich den todesblauen Fleck. Ich muss hier vor allen Dingen mal auftauchen, das wird doch auch schon wieder nix.
Na, solange er nicht ins Wasser schießt. Was er tut. Was er tut. Oh, das tut er echt? Ja. Das ist ja mega rigged. Ja, die Steuerung. Beim ersten Mal habe ich sie irgendwie besser hingekriegt mit dem Paddern. Wir schneiden das nachher so, als würde es der erste Versuch sein. Jetzt habe ich's. Jetzt hast du es. Jetzt darfst du nur nicht wieder rauskommen. Jetzt habe ich's. Jetzt muss es klappen. Ja, jetzt klappt es. Wenn ich jetzt auch nur noch ein bisschen Schaden kriege, ist es auch einfach vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Bob! Ja, es ist doch nur für den Erfolg. Wahrscheinlich gibt es nicht mal einen Steam-Erfolg, dass wir jetzt das. Ja, so einen richtigen Zweck erfüllt er nicht, ne? Ich mach's jetzt einfach mit Seitwärtsalters, Bob. Ja, aber das ist knapper auf jeden Fall. Weil ich dich da dran stehe. Dann geh doch kurz einen Schritt weiter weg mit der. Ich bewege mich hier kein mit bisschen. Mit der neuen Steuerung, weißt du, da könnte das vielleicht klappen. Scheiß auf die neue Steuerung. Panzersteuerung ist. Es ist einfach das Beste, was es geht. Ich hab ihn. Er hat's. Es gibt natürlich keinen Erfolg. Triggern wir nochmal Krisch. Das ist richtig. Ich bin gar nicht erfreut. Na gut, dann gehen wir mal wieder rein. Guck mal, da liegt Pierre. Wir haben ihm seine Macken nicht abgenommen. Wir haben schon eigene. Gespeichert hast du? Brauche ich nicht. Wenn du da jetzt runterfällst, ne? Was jetzt gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Ja, jetzt dann, wenn gleich noch einer kommt, Mann. Nee, ich speichere jetzt. Okay, du hast ja recht, Bob. Den brauchen wir zwar nicht, aber... Nee, du hast völlig recht, Bob. Den brauchen wir nicht. Hier den goldenen Schlüssel, den Pierre vor uns eingesammelt hat. Der ist vor uns diese Rutsche runtergeslidet. Keine Ahnung wie, aber er hat uns überholt. Ja, aber dann hätte er doch auch schon gehen können. Also, ja, er hat nicht zu Ende gedacht. Er hat das Skion gerade in dem Moment eingesammelt, als wir gekommen sind. Man könnte auch sagen, nicht durchgespielt. Also wirklich nicht durchgespielt. Nee, der hat sein Leben, hat er durchgespielt. Ja. Ja. Ja, großartig. Dann gehen wir jetzt nur noch zu Teokan. Wahrscheinlich hin, denn hier ist ja nicht sein Grab. Ich meine, da drauf wird das Skion gelegen haben. Ja. Ne, hier steht auch irgendwas mit Koteneo. Übersetz mir das mal. Neuer Code. Ja, oh. Manche freuen sich darüber, wenn Tiere das machen. Achtung, zuhören. Hier ruht Teokan, einer der zwei gerechten Herrscher von Atlantis, die selbst nach der Heimsuchung des Erdteils trachteten, in diesem kargen fremden Land gut zu regieren. Er starb ohne Kind und sein Wissen wurde nicht weitergegeben. Sei gnädig mit uns, Teokan. Nochmal der Secret Sound. Und bei Anniversary plündert sie das Grab. Nee, bei Anniversary macht sie das Grab noch auf und stellt dann fest, dass es leer ist. Sie also, macht es wirklich noch auf? Ja, ja, der ruht dann nämlich da gar nicht drin und das hat dann so Fantheorien gegeben, was mit ihm ist, ob der überlebt hat, was, also, ne, weil der ja so ein Herrscher von Atlantis ist und du hast jetzt da ja schon die ägyptischen Schriftzeichen gesehen und es geht jetzt wahrscheinlich auch nach Ägypten. Wir gucken nochmal rein ins neue Level. Oh, Video. Drogen! Und Lara, so alles klar, da weiß ich doch, wo ich jetzt hin muss. So einen Trip wünsche ich mir auch manchmal. Ja, also, so bevor wir irgendwas anderes machen und gefährliche Tiere kommen, erstmal so und einen neuen Speichersprung anlegen. Aber das ist jetzt so, da ist die Story halt wirklich einfach schlecht erklärt. Also, es gibt drei Herrscher von Atlantis, zwei waren gerecht, das haben wir schon rausgefunden, eine irgendwie nicht so. Und dann sollst du da checken jetzt, dass einer ein Herrscher von Atlantis da fiese Mutationsexperimente gemacht hat. Und deswegen eingesperrt worden ist. So an Ketten und so. Ja, an Ketten. In so einem Glasgefängnis. Und da gehen wir jetzt hin? Und dann, nee, und dann musst du dich an das Eingangsvideo erinnern, wo nach dem Atomtest ein so ein Gefängnis wieder aufgegangen ist.
Genau, und wie es da so weitergeht, denn wir sind ja jetzt, wenn wir mal so gucken, mit all unseren tollen Waffen, sind wir ja jetzt in Kamun, heißt es einfach. Und das ist ganz klar Ägypten. Das ist nämlich ganz klar Ägypten. Und wie es da so weitergeht, das werden wir dann beim nächsten Mal... Dann ist es doch wohl Kamoon. Kamoon, ja, stimmt, wie Kanaan. Ja, ne? Richtig. Nur mit Kamoon. Das ist der Fake oder von Temo. Oder ist vielleicht, das ist auch Kasiks Moon. Ja. Ja, man weiß es nicht. Also wie es da so weitergeht, das erfahren wir aber beim nächsten Mal. Denn jetzt sind wir dem dritten Teil des Gions auf der Spur, das offensichtlich in Ägypten versteckt worden ist. Boah, dann sind wir schon im letzten Drittel. Ja, nicht ganz, Bob. Ja, aber fürs Gion auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, also hau dir rein. Bis dann. Macht's gut. Schwingt den Hut. Ciao. Ciao.